Schnell, auf uns Profil. Beeil dich mal. Alter, das ist der Game Master. Bist du endlich bereit, das zu zeigen? Die Öffentlichkeit? Bist du bereit, Alter, oder was? Fuck this shit! Scheiße, ob der Koffer für uns ist. Wir nehmen den Koffer. Leute, wir sind zurück. Neues Outfit. Ich habe mich geduscht. Die Dreckscheiße vom letzten Video ist ab. Zum Glück habe ich nicht diese Jacke angehabt. Ich meine, die kostet, ist zwar nicht teuer, ne, aber wer hat schade drum gewesen. Die andere erstmal in die Wäsche getan. Das war richtig alles voller Scheiße oder was auch immer das war. Sorry, dass ich das Wort jetzt gesagt habe. Haben auch jüngere Zuschauer. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt erstmal heimgekommen und haben diesen Koffer vom Game Master. Erstmal, Game Master, vielen Dank. Wir haben mittlerweile schon, du hast uns 2 USB-Sticks geschenkt. Du hast uns einen Koffer geschenkt. Ich weiß ja nicht, was noch alles kommt. Es sind auf jeden Fall schon mal ein Haufen Geschenke. Schon mal danke dir dafür. Aber jetzt Spaß beiseite, wir müssen diesen Koffer öffnen. Wir haben ja gesagt, wir öffnen den Koffer mit euch zusammen. Deswegen, tut mir leid, wenn es hier ein bisschen ausschaut. Ist nicht so ganz sauber bei mir. Aber ihr seht, ich trinke nur Wasser. Ich sage, ach komm, ich zieh nochmal das Ganze aus. Ich muss langsam machen. Wir öffnen den Koffer jetzt. Zeit für spannende Musik erstmal. Seid ihr bereit? Da ist nicht viel drin, Mann. Da ist echt nicht viel drin. Das riecht auf jeden Fall schon alt. Fuck! Ach nein, Mann. Wieder. Diesmal ist es kein USB-Stick, sondern es ist eine Speicherkarte. Es ist eine Speicherkarte. Kein USB-Stick. Nochmal danke. Jetzt haben wir auch noch eine 64 GB Speicherkarte. Danke dir, Game Master. Aber ich würde sagen, die packen wir gleich beim PC rein. Mein PC ist schon hier. Für euch alle nur die Information, wenn ihr eine Speicherkarte habt oder so, dann tut ihr auf jeden Fall nicht den PC rein vom Fremden. Wir müssen sie reintun, weil der Game Master uns das geschickt hat, weil wir müssen ja weitermachen. Aber für euch alle anderen macht es auf jeden Fall nicht. Ich hoffe mal, dass bei uns kein Virus drauf ist, weil bei den letzten USB-Sticks war auch kein Virus drauf. Ich konnte ja noch die Videos bearbeiten. Deswegen hoffe ich das Ganze jetzt mal. Aber so, ich bin auch schon total aufgeregt. Wir machen den PC an und stecken das rein. Und dann schauen wir mal, was hier drauf ist. Ich bin echt gespannt. Schau irgendwie, diese Tütchen sind mir irgendwie anders bekannt. Drauf, ich würde sagen, kommen wir gleich her. Warte mal, packen wir das jetzt mal aus. Ganze Scheiße. Ach du, okay, Video. Ich hab's rausgepackt, Video. Nein, Mann, schon wieder ein Video. Wieder mit Haha. Wieder mit Haha. Quicktime Player, wir öffnen das Ganze mal und dann schauen wir mal, was da drauf ist. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Damn, wie... Oh, fuck, Mann. Wir haben 2 Stunden Zeit. Okay, die Uhr läuft jetzt nicht... Ja, okay, ich habe jetzt Stopp gedrückt. Ich hoffe, die läuft trotzdem weiter. Kein Plan. Ich mache mal kurz ein Foto. Warte mal, folgende Koordinaten, dann schauen wir mal, wo das ist wieder. Foto machen, ganz kurz mal. Okay, ich mache ein Foto. Wir schauen gleich, wo das ist. Wir geben das ins Navi ein. Und sonst sagt er... Und dann läuft diese komische Uhr. Okay, ich würde sagen... Bevor wir noch lange rumreden, packen wir unsere Sachen, 2 Stunden, ne? Ich hoffe, das Ganze ist, ich gebe es in mein Navi ein, ich gebe es in mein Handy ein oder in mein Navigationssystem. Ich hoffe, das Ganze ist wirklich hier bei uns in Nürnberg oder in der Nähe. Ansonsten, den Koffer brauchen wir nicht mehr. Ich würde sagen, Kameramann auch, zieh deine Sachen an und bis gleich im Auto. So, Leute. Wir finden uns jetzt schon auf dem Weg. Wir haben es ins Navi eingegeben, wo uns der Game Master hingeführt hat. Ich hoffe mal, ja, ich hoffe, dass wir ihn auch endlich mal sehen, weil wir haben ihn immer nur, ich habe ihn ehrlich gesagt
ja schon gehabt, aber ich hoffe mal, dass wir uns vielleicht auch mal mit Ihnen unterhalten können nochmal, dass wir das Ganze mal klären können. Ich weiß, ich habe ihn ja, er hat mich erst festgenommen, dann habe ich ihn festgenommen. Ich meine, wir sind eigentlich wieder gleich, sag ich mal. Ich hoffe, es steht kein Problem mehr. Und ich will ihn jetzt auch mal fragen, ob das Ganze vielleicht mal aufhört, weil dieses ganze Rumgespiele. Ich will auch wieder mal am Abend was anderes machen, will mal ein bisschen Fortnite spielen, will mir den einen oder anderen Film vielleicht mal wieder anschauen. Und ja, deswegen hoffe ich mal, dass es jetzt vorbei ist. Vielleicht ruft er uns ja deswegen jetzt hier wirklich auch an und sagt, okay, hört mal zu, Jungs, es ist vorbei. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil wir haben ja nur diese SIM-Karte bekommen und da war das ja drauf, dass wir da kommen sollen, ja. Deswegen kann ich es ehrlich gesagt nicht sagen. Aber, so warte, sorry, ich musste mich ganz kurz konzentrieren, weil ich jetzt wieder nicht weiß, wo wir sind. Aber ich hoffe mal, dass es wirklich jetzt vorbei ist, weil langsam muss man echt sagen, Game Master, it's okay. Kannst du dir mal nicht andere YouTuber auch mal suchen? Da gibt es etliche YouTuber, die haben noch nichts mit dem Game Master gemacht. Kannst du dich vielleicht mal an die wenden, ja? Und mal vielleicht von uns ablassen. Das wäre ja richtig korrekt von dir. Okay, wir müssen hier rein. Okay. Schaut auf jeden Fall mal wieder ziemlich düster aus. Also der schaut echt düster aus, wenn man sich film mal ganz kurz nach vorne. Der schaut echt ziemlich düster aus hier. Ach du Scheiße, Mann. Ich mach mal ganz kurz das Licht aus, nicht, dass man es nicht sieht. Okay, der schaut echt wieder ziemlich düster aus hier. Shit. Okay, ganz kurz mal, ich mache jetzt hier das Licht aus, nicht, dass er uns gleich sieht, ja. Wir lassen aber die Kamera mal an. Ihr würdet mich jetzt nicht mehr sehen, aber ich muss mich jetzt hier ehrlich gesagt darauf konzentrieren, nicht, dass hier irgendwo er ist und wir machen das gleich mal zu. Nicht, dass wir machen das zu. Scheiße, ganz kurz mal. Schau mal hin, Alter, geht's hier lang? Geht's hier lang? Da sein. Wir sind da. Wir sind hier. Okay. Ich würde sagen, machen wir kurz. Steigen wir ganz kurz aus. Und dann schauen wir, was ist. Ach du Scheiße. Filmen wir hier hin ganz kurz. Holy shit. Okay. Ich würde sagen, wir steigen aus und. Bis gleich. Das ist jetzt da, wo uns der Game Master hingeschickt hat. Das schaut echt düster aus. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal da rein, okay? Da ruft jemand an, ey. Nicht, dass der Game Master ist. Mein Handy ist drin, aber egal, schau mal rein. Das müsste hier sein. Komm mal her. Alter, was? Hä? Was soll ich damit? What the fuck? Der hat mir eine Kamera gegeben? Ey, der ist nicht mehr da. Der ist nicht mehr da irgendwie. Der ist nicht mehr da, Mann. Komm, lass gehen. Ey, da ist doch was runtergefahren irgendwie. Hä? Der hat mir einfach mal die Kamera gegeben? Okay, komm, lass zum Auto. Ey, ich war gerade so irgendwie. Ich geh da nicht mehr rein, ey. Ey, gebt euch mal ganz kurz. Sieht man das? Das ist eine Kamera. Ich will nicht wissen, was da drauf ist, oder. Das ist einfach eine Kamera.
Warum hat er mir eine Kamera gegeben? Komm, lass im Auto. Ich war gerade so entsetzt irgendwie in meiner Zeit, als ich ihn gesehen habe. Ich war so schockiert, dass ich einfach gerade wirklich nichts sagen konnte. Ich konnte gerade wirklich nichts sagen. Ich konnte aber nichts sagen gerade. Ich konnte aber nichts sagen. Okay, komm, lass das Auto. Lass erstmal hier wegfahren. Schnell rein. Wir haben jetzt diese Kamera. Ich will nicht wissen, es ist voll die Oldschool-Kamera, was da drauf ist oder was da drin ist. Wir fahren jetzt zurück. Ich schau, was da drauf ist oder was er damit meint. Vielleicht bekommen wir noch eine Information. Das machen wir beim nächsten Video. Ich will einfach nur jetzt hier weg davon. Und ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Falls ihr das jetzt am Ende gesehen habt, es schaut so aus, als ob der Game Master verheiratet ist. Ich weiß es nicht. Er hat normale Sachen angehabt, aber ich schätze mal, der Game Master ist verheiratet.